In diesem Videofilm stelle ich Ihnen einen Adapter vor von Kiwifotos. Das ist ein Lens-Mount-Adapter, der macht nichts anderes, als dass er aus der Canon EF-Welt, aus dem EOS-System, diese Objektive an der Sony Alpha 7 hier anbringen kann mit diesem Adapter. Ich werde Ihnen jetzt mal in diesem kleinen Videofilm kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das ist eigentlich ganz einfach, und zwar werden wir jetzt hier einfach die Kamera, die Sony, von dem Sony Zoom-Objektiv befreien. Ein sehr gutes Objektiv übrigens auch, das Kit-Objektiv, was dabei ist, kann man nicht viel mit falsch machen. Allerdings, wenn man gerade jetzt die Sony zum Beispiel halt eben auch sich angeschafft hat, in einem Systemwechselzwang oder in einem Drang von Systemwechsel, ich befinde mich auch gerade so ein bisschen in der Entscheidungsfindung, ob ich das nicht vielleicht machen soll, weil halt eben auch bei der Sony Alpha sehr reizvoll ist, dass man hier halt eben alles, was man so zu Hause rumstehen hat, adaptieren kann. Einmal aus der Autofokuswelt und natürlich halt eben auch aus der Manuellfokuswelt. Wir bewegen uns jetzt hier gerade in der Manuellfokuswelt. Das heißt, die Canon EF-Objektive, die wir jetzt hier mit diesem Adapter anschließen können, die werden also ganz normal mit der Hand dann auch scharf gestellt. Es ist also keine Verbindung zwischen Kamera und dem Objektiv selber. Das Anbringen erfolgt ganz einfach. Wir haben also hier die Kamera. Ganz normal haben wir die Markierung Sony Light mit dem weißen Punkt am Bajonettring. Und da wird natürlich dann logischerweise hier der Adapter angebracht. Der hat also hier so einen roten Punkt. Kann man auch ganz gut sehen. Hier vorne so ein roter Punkt. Oder hier nochmal kurz in die Kamera gehalten. Kann man es dann besser sehen. So. Und der wird einfach hier angesetzt. Zack. Und dann logischerweise das Objektiv. Auch hier haben wir dann wieder so eine rote Markierung auf dem Bajonett der Kamera einfach oben drauf. Hier kann man es besser sehen. Und da wird dann logischerweise auch dann hier der rote Punkt des Objektives dann angesetzt. Zack. Und jetzt haben wir hier also in so einer Verbindung, wenn man das sich mal so eben anschaut, ne, das ist schon ein ganz schöner Bolide hier aus der Canon EF-Welt an der Sony Alpha 7 einfach angeschlossen und kann damit halt eben auch dann direkt loslegen und Fotos machen. Ganz tolle Geschichte, und das funktioniert natürlich auch, wie gesagt, nur mit den Objektiven, wo auch die Möglichkeit besteht, dass wir hier mit der Hand dann auch dementsprechend den Autofokus dann ersetzen können, sprich halt eben dann auch manuell fokussieren. Das war es also von hier aus. Das war der Kiwifotos Adapter, hier auch stellvertretend für die anderen Adapter, die wir bei uns im System haben, für die Sony und auch für Samsung und was es da alles so gibt, da verliert man auch ein bisschen die Übersicht. Und das ganze System ist halt eben hier darauf ausgelegt, um halt eben auch dann aus der anderen Welt der Fotografie mit anderen Markenherstellern die Objektive, die ja auch sehr gut sind, teilweise auch besser als Sony, muss man auch mal sagen, hier dementsprechend dann an der Sony einfach adaptieren kann.